Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Jupp, das letzte Mal haben wir herausgefunden, wie man Hunde füttert. Ja, ich spare hier mal auf ein weiteres Tintenfass am besten. Tiere hassen das Ehepaar. Jagdvogelkäfig, genau. Drei verbleibende Krieger. Und das war das mit der Sasa-Zuflucht. Jo. Bestiarium. Neu. Blauer Teufel. Sie sind einzigartig unter ihresgleichen. Sie zeichnet ein ausgeprägter Hang zum Fliegen durch die Luft aus. Sie halten sich dabei an Drachen fest. Während sie Beleidigungen und böse Worte von dort oben ausstoßen, schweben sie drohend über den Köpfen. Ihre aggressive Natur wird nur noch von ihrer Verschlagenheit übertroffen. Es gibt viele Geschichten über Abstürze von ihnen aufgrund von starken Windstößen. Ja. Wind kann ich noch nicht. Und Hundekrieger Tai. Tai steht für Brüderlichkeit. Brüderliche Zuneigung des Verständnisses entstehen. Sie erlaubt uns, wir selbst zu sein und unser Schicksal zu akzeptieren. Wir sind gerade in der Taka-Ebene. Ja. Zoom in. Ach so, da oben im Wald ist einer. Nee, hä? Nee, einer ist wirklich im Dorf Nippon. Na, das könnte da heiter werden. Aber wir wollten eben mal zurück ins Dorf. Ups. Zurück ins Dorf. Aber ich will mir mal kurz die Zugbrücke ansehen. Dabei Töpfe zerdeppern und Zeug einsammeln. Oh ja, es wird dunkel, das ist gut. Und ja, auf den hier werde ich dann auch laufen können, wenn ich den Wind beeinflussen kann. Muss nur hoffen, dass es bald mal dunkel wird. Und vielleicht kann ich ja mit Wind die Laubhaufen wegblasen. Wär auch nicht schlecht. Jo, es wird dunkel. Dann gucken wir doch mal, was es mit der Irren hier auf sich hat bei Nacht. Die wird sich ja kaum... Nee. Komm
Grabstein hier draußen. Sieht nicht so aus, als würden sie Besuch bekommen. Das ist irgendwie traurig. Hm. Naja, ich kann den Grabstein leider nicht helfen. Hm? Dann gucken wir mal hier rein. Herzungenschneider, Gurk. Ich bin so hungrig, Gurk. Der Mond scheint durch ein Loch im Dach. Das Licht des Mondes sieht hier auf jeden Fall gespenstisch aus. Monster können sich nicht mehr beherrschen, wenn sie solche Mondlicht ausgesetzt sind. Wir sollten jede verdächtige Person, die wir finden, hier in das Licht ziehen. Hey, was machst du hier schon wieder, du Köter? Du hast wirklich Nerven, einfach so in Häuser von Leuten reinzukommen. Du wirst doch nicht einmal einen vernünftigen Snacker geben, du dürrer Köter. Mein Mann hat uns ja schon ein leckeres Tier zum Essen gefangen. Wenn es endlich aufhört zu zwitschern, dann könnten wir endlich loslegen. Hehe, ich kann es kaum abwarten. Ich würde mal sagen, das, was sie da hinten auf dem Rücken trägt, ist die vermisste Spatzentochter. Der Mond scheint wieder sehr hell heute Nacht, oder? Mondlicht kann ein wirkliches Ärgernis für uns sein, weißt du? Es scheint uns seltsame Kräfte zu geben und unsere wahre Gestalt zu. Deshalb macht es uns die Sache schwer, ein normales Leben vorzutäuschen. Und wir werden auch in solchen Nächten immer so hungrig, hehe. So, du kommst jetzt her. Ah, du hast mich gesehen, du hast mich gesehen. Wo kommt denn der Schatten her? Was es auch immer ist, es ist nicht menschlich. Du hast mich also gesehen. Jetzt werde ich dich töten. Ich werde dich auffressen. Los, zeig uns, was ihr drauf habt, ihr Schreckgespenster. Kommt raus und kämpft. Okay. Irgendwelche Kraniche. Dort waren irgendwelche Kraniche. Aber wieder ein gutes Ergebnis für einen Mini-Boss-Fight. Oh, schon, Zwitscher. Oh, es war so schrecklich, bei diesen Monstern eingesperrt zu sein. Es fühlt sich so wohl daran, wieder frei zu sein. Hab vielen Dank, Kündchen. Lass mich dich streicheln. Mein Name ist schon kostbare Blume des Gasthaus Spatz. Blume der Sasserzuflucht schon. Ist sie das Mädchen, nachdem der Boss von Gasthaus Spatz gesucht hat? Ich sollte bis nach Hause gehen, sonst macht sich sein Papa noch mehr Sorgen um mich. Aber wenn ich alleine gehe, dann fange ich mich diesem Monster vielleicht wieder. Wirst du mit mir zusammen zur Sasserzuflucht gehen, Hündchen? Bah, dieses Kind ist ganz schön anstrengend. Nun gut, bleiben wir ein bisschen bei ihr. Warum, du Kleine? Komm schon, Hündchen, los geht's. Okay, sie fliegt vor uns her, hinter uns, nach. Gut. Dann auf zur Sasserzuflucht. Ja, von mir aus auch so lang. Was ist eigentlich mit dir hier? Wenn du eine Meerjungfrau-Münze ins Wasser wirfst, dann wird sich ein Pfad öffnen. Und wenn du hineinspringst, dann wirst du zu einer anderen Quelle gespült. Meerjungfrau-Quellen sind wie Pfad zu weit entfernt geblieben. Ah, Mist, vergiss das. Ja. Oh, die habe ich noch gar nicht gefüttert hier. Hier, Grünfutter für euch. Das können wir gleich mal überspringen. Die kennen wir ja schon, die Hirsche.
So, hops. Und hier durch. Yay. Hätten wir, der Typ steht in 10 Jahren noch da und versucht die Felswand wegzukriegen. Das Bambusdorf Sasa. Ami, ist das nicht der Ort, den Herr Bambus erwähnt hat? Er sagte, er könne kein Bambus mehr für seine Bambuswand bekommen. Ja, hier waren wir doch schon mal. Hey, hey, Zwitscher. Hey, du, Gammler, was willst du in der Sasa-Zuflucht? Der ganze Spatzenstall ist im Moment in höchster Alarmbereitschaft. Niemand kommt durch das Tor, bis die Tochter des Boss gefunden wurde. Hä, Chun? Hi, ich bin zurück. Chun, bist du okay? Boss, sie ist wieder da. Chun ist zurück. Papst, es tut mir so leid, Papst. Ich werde nicht mehr alleine rausgehen. Doing, doing, doing. Jumper. Zwitscher. Oh oh. Der Boss ist erfreut. Bist du dir deswegen sicher? Dieses weiße Hündchen hat mich gerettet, Paps. Du gibst ihm was, um ihm zu danken, nicht wahr? Zwitscher, Zwitscher. Der Boss hat dich akzeptiert, du Glücklicher. Okay, dann, du kommst besser rein. Kann der Typ überhaupt noch fliegen? Oh, Bambus. Oh, ein Schatz. Ein Schatz, gierig sein. Oh, eine verstreute Perle. Oh, es wird Tag. Und wir können noch mehr Spatzen füttern. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir in der Spatzenzuflucht Spatzen füttern können. Und Bambus ausgraben. Und aus diesen tollen, geilen Bambusteilen können wir Ehrenmünzen sammeln. Aha. Ein Gasthaus braucht frisches, sauberes Wasser, stimmt? So, geben wir noch mehr. Ja, die würde ich auch gerne füttern. Hier habt ihr Samen. So, das überspringen wir auch gleich mal wieder. So. In was für einem Gebäude sind wir hier? Hi. Willkommen. Das hier ist die Traditionsherberge der Sasa-Zuflucht. Das Gasthaus Spatz. Willkommen. Du hast die Kleine schon gerettet, nicht wahr? Hier hat für eine Weile das Chaos geherrscht, als sie auf einmal verschwunden war. Aber deinen Göttern sei Dank ist sie jetzt in Sicherheit. Oh ja, den Göttern sei Dank. Nun, glücklicherweise haben wir jetzt wieder geöffnet. Aber die Sasa-Zuflucht ist ein Land der Fantasie, weit weg von der Welt der Menschen. Wir kriegen hier selten Gäste. Ja, so ist das. Ja. Mhm. Da kommen wir wieder raus. Gastwirtin, willkommen im Gasthaus Spatz. Ich bin eine Dienerin hier. Lass es uns wissen, wenn du irgendetwas wünschst. Wir heißen hier alle möglichen Gäste willkommen. Sowohl Menschen als auch Tiere. Gäste sind schließlich Gäste. Wir geben unser Bestes, um alle zufriedenzustellen. Mhm. Ja, mach mal die Schließfächer auf. Ich will da das Zeug da drin ran. Hier unter der Treppe ist nichts versteckt. Gut. Oh, Badrin, du bleib...
bleibst doch nicht hier, oder? Nein, natürlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein vertrotteltes Aussehen dich in die Sasa-Zuflucht reingebracht hat. Ey, wir haben hier die Tochter des Chefs gerettet, also ein bisschen mehr Dankbarkeit. Nur diejenigen, die rein Herzen sind, dürfen die Sasa betreten. Weißt du, ich wäre überrascht, wenn wir mehr als 5 Gäste im Jahr bei uns beherbergen. Mhm. Oh, ein Aufzug. Ich will aber noch nicht erstmal noch nicht nach oben. Ich will mich nach unten weiter umsehen und randalieren. Das ist wieder so ein Kandidat. Wieder eine Perle gefunden. Yay. Da ist ein Spielpad, aber scheint lange nicht benutzt worden zu sein. Hm. Sasa-Kuchen. Bis zum Anschlag mit Bohnen gefüllt für den Magen. Yay. Sasa-Frucht. Winzig, aber sehr lecker für den Magen. Sasa-Eierrollen. Wohlschmeckendes Eiergericht für den Magen. Hi. Nun, diesmal bin ich aber an einen seltsamen Ort geraten. Vielleicht wollen die Götter mir mitteilen, dass ich mich ausruhen soll. Ich habe hart gearbeitet, aber ein Händler ruht niemals. Das ist der Fluch des Verkäuferdaseins. Also, wenn du geschickt wurdest, um etwas zu kaufen, dann sieh dich um. Ja, wir wollen einkaufen. Futtersäcke brauchen wir nicht. Exorzismus, ill. Hm. Hier ist eigentlich nichts, was wir sonderlich gebrauchen können. Schade. Oh, da hinten ist aber noch ein Pflänzchen. Haben wir es kaputt gemacht? Nö. Okay. Das Chaoshaus ist wieder eröffnet, jetzt wird schon wieder da ist. Der alte Handwerker, der mit Bambus arbeitet, war sofort wieder da. Der alte Mann ist in den Bambus hingegangen, oder? Er untersucht die Pflanzen. Der Bambus hier scheint perfekt dazu geeignet sein, Dinge draus zu machen. Naja, hier ist ziemlich viel aus Bambus. Kreisch, ups, Entschuldigung. Nun, das ist eine Premiere. Ich habe noch nie einen Wolf als Gast hier gesehen. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt hier. Das Gasthaus mag nach nicht viel aussehen, aber unser Service ist unübertroffen. Unser Essen ist außergewöhnlich gut. Einige Leute kommen nur zum Essen. Ja, so wie wir. Hey, ist nicht gleich alles, was du siehst. Möcke-Samen? Ja, Ratten hatten wir noch keine. Wir müssen ja für den Erhalt des Ungeziefers sorgen, damit die Kammerjäger was zu tun haben. Erinnert mich daran, dass ich in anderen Spielen immer sage, dass wir gerade Kammerjäger spielen, wenn wir wieder gegen irgendwelche riesigen Ratten kämpfen. Ja, ist nicht alles gleich. Melone. Hinein. Ah, bist du das, Meister Kamler? Derjenige, der schon gerettet hat? Erzähl mir, hast du gegen jemanden kämpfen müssen? Gab es einen großen Kampf? Was für Monster musstest du bekämpfen? Erzähl mir alles. Aha. Ah, mein alter Freund, der Weiße Wolf. Ich hatte gehört, hier gäbe es ein gutes Gasthaus. Also komme ich hier, um mich mal anzugucken. Das ist wirklich ein sehr gutes Gasthaus, oder? Hey, ist nicht alles gleich, okay? Was guckst du so besorgt? Haha, entspann dich. Hier gibt es keinen unheimlichen Monster in der Nähe. Okay, das hier auf dem Tisch kann ich nicht essen. Gut. Und er will mal nicht, dass ich kämpfe.
Ja, wie sieht es hier unten aus? Ich kann hier unten hinten raus. Will ich aber erstmal noch nicht. Erstmal gucke ich mich noch auf der anderen Seite um. Das sind nämlich auch noch, glaube ich, zwei Türen. Jo. Gucken wir hier rein.